Die Business-Fragen-OG begleicht die bereits verbuchte Eingangsrechnung für eine im Mai durchgeführte Werbekampagne per Banküberweisung. Der offene Rechnungsbetrag beläuft sich auf Euro 654,50. Verbuchen Sie den Geschäftsfall. Und wenn wir uns diesen Geschäftsfall wieder mit unseren 4 Schritten anschauen, müssen wir zuerst überlegen, welche Konten brauchen wir. Hier geht es letztendlich nur darum, eine Rechnung, welche bereits verbucht wurde, zu bezahlen. Das bedeutet, wir brauchen in diesem Fall die Eingangsrechnung nicht mehr verbuchen, weil die wurde ja schon verbucht. Und auch die Steuer wurde schon verbucht. Das heißt, wir müssen hier nur mehr unsere Schulden begleichen. Und aus diesem Grund benötigen wir hier auch nur 2 Konten. Einerseits die Verbindlichkeiten, Lieferungen und Leistungen und auf der anderen Seite das Bankkonto. Und wenn wir uns dann auch noch überlegen, um welche Kontoart handelt es sich, so handelt es sich bei den Verbindlichkeiten um ein Passivkonto, weil die Schulden finden wir ja in der Bilanz auf der Passivseite, deswegen Passivkonto. Und beim Bankkonto, das finden wir im Umlaufvermögen, also auf der Aktiva der Bilanz, und deshalb sprechen wir hier von einem Aktivkonto. Die Verbindlichkeiten werden weniger, weil unsere Schulden werden ja weniger, wenn wir unsere Schulden begleichen. Und aus diesem Grund haben wir hier eine Minderung eines Passivkontos, welches im Soll verbucht wird. Das Aktivkonto, also das Bankkonto, wird ebenfalls weniger, weil wir überweisen ja den Rechnungsbetrag und eine Minderung eines Aktivkontos wird immer im Haben gebucht. Und in diesem Fall brauchen wir auch nicht lange den Betrag errechnen, weil wir bezahlen ja unsere Schuld und unsere Schuld beläuft sich auf 654,50. Und dementsprechend lautet der Buchungssatz dann Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an Bank mit 654,50 Euro. Und wenn wir uns das jetzt auf dem D-Konto nochmal anschauen, so habe ich hier den ursprünglichen Buchungssatz nochmal eingetragen. Der ursprüngliche Buchungssatz war Werbeaufwand plus Vorsteuer an Verbindlichkeiten. Und diese Verbindlichkeiten haben wir jetzt beglichen mit dem Buchungssatz eben Verbindlichkeiten an Bank. Und dementsprechend können wir hier jetzt schon erkennen, wenn wir dieses Verbindlichkeitenkonto jetzt abschließen würden, dann hätten wir hier sozusagen eine Differenz von 0, weshalb wir dann in weiterer Folge eigentlich keine Schulden mehr aus Verbindlichkeiten, Lieferungen und Leistungen hätten.